Also zum Beispiel, ich glaube, das hier hält nicht. Leider. Macht ja Sinn, weil ich immer irgendwas zeige. Aber ein. Hey Leute, Hallöchen. Herzlich willkommen zu... Ich bin bei Apps und Games, Leute. Katja hier. Und ich bin heute in Tokaboka. Schon wieder? Oh mein Gott, schon wieder. Und ich habe für euch natürlich Lifehacks. Ich habe natürlich für euch Lifehacks vorbereitet. Und zwar, Leute, gehen wir einfach nur sofort rein und gucken einfach nur, was wir sofort haben, Leute. Und, weil, warum auch nicht? Warum auch nicht, Leute? Oh, ich weiß jetzt nicht, was ich hier das letzte Mal gemacht habe. Warum ist hier die Schule? Oh, okay, alles klar. Leute, also wenn ich schon hier bin. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Lifehacks für euch vorbereitet. Und zwar gehen wir jetzt in das Pom-Pom-Haus. Es ist kein Lifehack, aber ich fand es einfach nur sehr, sehr, sehr interessant, weil ich das nicht wusste. Also das ist eine coole Sache, weil ich meine, Tokaboka hat sehr viele coole Sachen. Und wo ich einfach nur auch nicht dran denke, dass es überhaupt geht. Deswegen fand ich es auch sehr interessant. Leute, und zwar, Pom-Pom-Haus ist ja quasi im Winter, macht ja Sinn und so. Und hier gibt es so diese ja wunderschöne Schneebälle hier unten, ne? Und wenn man da einen hält und einen so schüttelt, dann kommt der Schnee raus, was ja auch Sinn macht. Aber das Beste, was ich richtig komisch finde, dass es passiert einfach nur bei allen drei. Also wenn man nur einen schüttelt, dann passiert das wirklich bei allen drei. Und ich verstehe nicht wie und warum, aber auch eine sehr coole Idee. Also nicht coole Idee, sondern sehr coole Sache. Ich finde auch, dass man beim Pop-Up-Haus sehr viele coole Sachen auch einfach nur mitnehmen kann zu sich nach Hause. Und Leute, also falls ihr irgendwie Bock habt auf, weiß ich nicht, irgendwas so ein bisschen umstellen, mal gucken, was es so alles gibt. Zum Beispiel so Tropical-Sachen. Und sonst sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Okay, ich gucke gerade. Oh, es gibt auch so ein Found. Quasi das, was schon gefunden wurde, obwohl ja jemand das verloren hat. Richtig cool. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal raus. Und ich zeige euch auch noch ein Hack, was ich schon mal benutzt habe. Ich habe es, Leute, schon mal benutzt. Aber ich erkläre es nochmal. Vielleicht habt ihr dieses Video nicht gesehen, als wir... was haben wir da gebaut. Ich glaube, wir haben da so ein Spa gebaut. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall gehe ich ins Tropical? Nein, ich gehe in so ein Ferienhaus mit dem Pool. Es ist komplett egal eigentlich. Hauptsache, wir haben einen Pool. Und zwar, man kann ja quasi halt hier in den Pool irgendwelche Sachen reinpacken. Und vor allem irgendwelche so Tellerchen, die halt irgendwas halten. Vielleicht so irgendwas zum Essen oder so. Aber das Problem ist, dass die meisten davon tatsächlich nicht auf dem Wasser halten. Aber es gibt ein paar davon tatsächlich, die auch halten. Also zum Beispiel, ich glaube, das hier hält nicht. Leider, Leute. Das ist... hat es nicht gemacht. Das hier auch nicht, obwohl es auch richtig schön aussehen würde, aber leider hält es auch nicht. Aber das letzte Mal, als ich hier auf jeden Fall noch irgendwas hier reingepackt habe, habe ich auf jeden Fall... Okay, das hält auch nicht. Also diese großen halten nicht. Aber dieses eine und das... Oh, okay, nicht das, vielleicht nicht das. Und das hier, die beiden halten auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind die einzigen, die das jetzt nicht halten. Aber ich finde tatsächlich diese hier noch viel schöner, weil man kann da auch richtig schöne Sachen hinstellen. Zum Beispiel das letzte Mal, als ich das benutzt habe, da habe ich natürlich... diese Sachen hier reingepackt, glaube ich. Und vielleicht ein paar Kerzen und so, damit es richtig schön aussieht. Also, ich finde... Okay, ich glaube, das sieht noch viel schöner aus, ehrlich gesagt. Okay, alles klar. Aber vielleicht noch irgendwelche Kerzen da rein. Kann man doch auch machen, ne? Vielleicht auch diese hier, die auch wirklich so tropical aussehen. Also... Sie sieht schon tropical aus, aber sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich mag es total, Leute. Und halt, wenn man hier das alles wirklich schön machen kann, also wenn man hier ein paar Pflanzen hinstellt, vielleicht so eine Chill-Area, wo man ein bisschen, weiß ich nicht, sich relaxt, ein bisschen chillt, dann sieht es richtig gut aus. Also deswegen, Leute, let's go. Macht irgendwas damit. Es wird sehr cool aussehen. Und ich finde es auch richtig interessant. Also, Leute. Und zwar... Also, ich meine, wenn ich hier schon bin, ne? Oh, ich habe ja sehr vieles gemacht, habe ich mir gerade festgestellt. Ich habe ja hier relativ viele Sachen tatsächlich schon mal gemacht. Ah, okay. Ah, ich habe das da gemacht. Stimmt, und da habe ich Klamotten da drauf gepackt.
Oh, ich habe so viele Lifehacks. Leute, also falls ihr die Lifehacks nicht gesehen habt, dann bitte schaut bei den letzten Lifehacks vorbei. Ich habe so viele gemacht, vor allem in diesem Haus, merkt man, glaube ich. Und zwar, also, ich wollte gerade noch so eine Idee geben, wie man so ein Kinderzimmer macht und wie das einfach nur schöner aussehen könnte. Und zwar bräuchten wir dieses Bett hier. Das Bett, was quasi so für zwei Leute abgestimmt ist. Also das ist bestimmt für zwei Leute. Aber wir machen es nur für eine Person. Und zwar bräuchten wir Fernseher, was wir quasi hier drauf stellen. Also nicht drauf, sondern quasi so, dass das Bett hinter dem Fernseher ist. Dass wir das nicht unbedingt sehen, Leute. Und damit das Kind oder wer auch immer dann noch dahin klettern kann, dann können wir dieses so eine Kletterwand hier hinpacken. Damit, ja natürlich, warum auch nicht. Und natürlich noch ein bisschen paar Pflänzchen oder so, damit es noch ein bisschen schöner aussieht. Ich gucke noch, was ich hier habe. Vielleicht sowas hier. Vielleicht noch sowas, was runterhängt. Was auch richtig schön aussieht. Jawohl. Okay, vielleicht so. Vielleicht so. Das sieht gut aus. Okay, ich versuche vielleicht gerade noch ein bisschen das runterzupacken, weil ich glaube, das wäre dann. Das würde das ein bisschen besser aussehen, kann ich mir vorstellen. Bin mir nicht sicher. Wir gucken erstmal, ne? Wir gucken erstmal, wie das alles aussieht. Und dann würde ich vielleicht auch diese Sachen hier einstellen, damit es quasi mal. Müsste da schon was zocken oder so, ne? Also, ich persönlich finde es wunderschön. Also, das ist eine sehr gute Idee, damit man quasi so ein Bett hat, was man einfach nur da oben ist. Und ich finde auch einfach nur von den Farben her, ist es sehr gut. Deswegen könnt ihr das auch mal ausprobieren, Leute. Das, also meiner Meinung nach, sieht das sehr schön aus. Und ich wollte euch tatsächlich noch was zeigen. Macht ja Sinn, weil ich immer irgendwas zeige. Aber es hängt tatsächlich auch mit dem Fernseher was zusammen. Und zwar mit dem, okay, mit dem Batsmaru-Fernseher und mit dem Batsmaru-Dance-Hall. Weiß ich nicht. Also wir gucken erstmal, was wir hier alles haben. Und zwar haben wir so ein Dance-Hall von Batsmaru, wo man einfach nur tanzen muss mit den Füßen und so ein bisschen tanzen und auch spielen. Und zwar, wenn wir quasi unseren Batsmaru-Fernseher da draufstellen. Okay, Leute, ich muss erstmal versuchen, das auch wirklich hinzukriegen, weil irgendwie kriege ich das gerade nicht hin, aber ich weiß nicht warum. Also, ich versuche einfach nur mal dieses Ding hier hinzustellen. Eine Spende von Batsmaru sehr vorsichtig hier vorne zu schlüpfen, aber irgendwie klappt es bei mir nicht. Ich frage mich gerade, ob das. Ah, jetzt! Jetzt klappt's. Okay, ich war schon so. Hä, warum klappt das jetzt nicht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber nein, Leute, okay, es klappt. Es klappt, es ist gut. Dann bräuchten wir noch eine CD von dem Batsmaru-Spiel. Und zwar sieht es jetzt tatsächlich so aus, als ob man quasi das Spiel auf diesem Dance-Pall. Quasi, dass man es tanzt und dass man es spielt gleichzeitig. Und ich finde, das ist eine sehr gute Sache für zum Beispiel auch so irgendwelche. Vielleicht so ein. So ein Gaming-Room. Also könnt ihr einfach wirklich immer mal ausprobieren. Ich finde, das sieht viel besser aus, als es sonst aussah. Also einfach nur als normal, einfach nur als Fernseher und einfach nur als so ein Danceball. Deswegen finde ich, das hier sieht tatsächlich besser aus. Also wenn ihr meint, dass es auch gut aussieht, dann gerne nachmachen, Leute. Was ich tatsächlich auch noch euch noch zeigen wollte. Ich habe es mir wieder festgestellt, dass es einfach noch so cool ist. Und zwar, also wenn man quasi, ich wusste es einfach, vielleicht wusste es jeder schon, ich nicht. Also wenn man quasi hier auf die, ich gehe jetzt einfach nur auf die erste Etage, komplett egal, also quasi in die Wohnung. In die Wohnungen rein, das sind ja mehrere Wohnungen, da hat man ja hinter in dem Fahrstuhl ein Crumpet. Das wisst ihr sehr wahrscheinlich. Hier haben wir ein Crumpet, okay, alles klar. Das ist ein Crumpet, alles gut, aber. Das wissen wir, das habe ich euch schon mal gezeigt. Aber wenn wir auf die zweite Etage gehen, das ist einfach. Ich habe mir das nie vorgestellt, dass es überhaupt sowas gibt. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich glaube, ja, das sollte so funktionieren. Und zwar gibt es hier auf der zweiten Etage noch ein Crumpet. Es
ist quasi noch so eine Wohnung mit 2 Etagen und oh mein Gott, es gibt noch eine Schokoladentafel und guck mal, wie süß das ist. Es ist auch eine so eine WG. Das sieht einfach nur so schön aus. Die beiden haben bestimmt so viel Spaß zusammen. Aber was ich auch richtig süß fand, dass man bei einem, boah, diese Crumpet-Häuser sind doch so schön, dass man quasi, wenn man einen Crumpet zum Schlafen bringt, diesen Crumpet, dann erscheint da einfach nur so ein Symbol von so Auflade, von Aufladen, ne? Vom so Handy-Aufladen. Ich finde es einfach nur so süß. Also die Crumpets sehen auch sehr ähnlich aus, sondern ja, das eine ist halt nicht unbedingt so fröhlich und das andere ist einfach nur sehr dreckig. Und zwar, Leute, halt wenn wir auch, das Beste ist halt, wenn wir Crumpet auch hier reinpacken, guck mal, wie cool die einfach nur aussehen. Und zwar haben wir bei einem Crumpet, wir haben bei beiden immer noch diese Auflade, also dieses Aufladesymbol und der eine Crumpet ist hier einfach nur am Sabbern. Okay, jetzt nicht mehr, aber war es auf jeden Fall doch jetzt. Ich finde es einfach nur richtig süß. Die Crumpets sind richtig toll. Ich wusste einfach nur nicht, dass es 2 davon gibt in dieser Wohnung. Es ist mega cool, Leute. Also deswegen, ich bin da richtig krass fasziniert davon, weil es einfach nur so süß ist. Die beiden sind so süß. Und Leute, noch eine sehr schöne Sache, was ich nicht unbedingt wusste. Wir gehen jetzt erstmal zu der Post. Da möchte ich auf jeden Fall auch noch was zeigen, was wir auf jeden Fall noch nehmen möchten. Also vielleicht, wir nehmen es mit und dann zeige ich das zu Hause auf jeden Fall. Das hier. Und zwar ist es eine Kamera ist das. Katja, es ist eine Kamera. Hallo, da bin ich. Ich habe einfach nur alles verloren. Leute, ich hatte letztens ja eigentlich noch eine... Ich verstehe nicht, wo meine Öhrchen sind und wo meine Kopfhörer sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das einfach nur alles verloren. Aber okay, ah ja, stimmt. Heute in diesem Video habe ich es auch verloren. Also hier sind meine Kopfhörer. Aber, Leute, wir gehen jetzt tatsächlich nach Hause. Wir gehen jetzt tatsächlich nach Hause. Und da zeige ich euch, was man eigentlich mit diesen Kameras machen kann, weil ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich wusste nicht, dass man draufklicken kann. Die machen Bilder, ne? Also, die machen Bilder. Es macht schon Sinn, ne? Ich würde, glaube ich, erstmal tatsächlich hier die ganzen Sachen mal wegmachen. Also die ganzen Sternchen, damit wir unsere Wand clean haben. Also damit es schön sauber ist und damit ich jetzt gerade, weil ich bin richtig fasziniert von diesem Lifehack. Deswegen mache ich, glaube ich, tatsächlich ein Kinderzimmer oder so. Vielleicht mit, ja, auf jeden Fall, Leute. Ich wollte es einfach nur euch mal zeigen. Und zwar bräuchten wir diese Korkwand. Können eine nehmen. Und zwar bräuchten jetzt wir mich. Katja, wo bist du? Da bist du. So, Leute. Und wir bräuchten noch ein paar andere Kameras. Also es gibt jetzt, glaube ich, noch genug Kameras, die auch Spa-Fotos machen. Ich frage mich gerade, ob die alle Fotos machen. Ich weiß, dass diese Kamera Fotos macht. Ich frage mich, okay, diese Kamera macht keine Fotos schon. Diese Kamera macht auch Fotos, aber da passiert nichts. Alles klar. Aber diese beiden Kameras, die machen Fotos, Leute. Und erstens, also bei dieser Polaroid-Kamera sind die Fotos ein bisschen größer. Die sind auch richtig schön, winterlich tatsächlich alle. Aber ich finde die, guck mal, es ist vom Essen. Die Kamera macht tatsächlich nur 10 Fotos. Also falls ihr mal hier doppelt habt, dann müsst ihr die wegschmeißen und dann neue machen. Weil es gibt noch mehr Motive tatsächlich. Ja, guck mal, jetzt kann ich keine Fotos mehr machen. Jetzt, ich hoffe mal, dass es auch funktioniert, weil ich habe so gesehen und ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich bräuchte dann noch das haben wir doppelt wegschmeißen, das haben wir doppelt wegschmeißen, das haben wir doppelt wegschmeißen, das haben wir dreifach wegschmeißen. Okay, und jetzt kann ich noch mehr Fotos machen, genau. Hatten wir. Ich weiß, dass es auf jeden Fall noch zwei Hunde gibt. Also irgendwo fehlt da noch was. Da fehlt auf jeden Fall noch was. Hallo! Ich wollte doch noch einen Hund haben. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nee, das war was Neues und ich habe es weggeschmissen. Katja, nein. Das ist neu. Das ist alt.
Das ist alt. Das ist alt. Neu. Alt. 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 Ich möchte jetzt wirklich alle haben. Hatten wir. Das hatten wir nicht. Jawohl, Leute. Ich glaube, das war's dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nee, doch. Es gibt noch eins, was wir noch nicht hatten. Weil ich glaube, das sind 10 verschiedene. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind 10 verschiedene. Sollte ich jetzt wirklich einfach nur... Ja, okay, ich brauche nicht mal alle. Leute. Aber okay, egal. Weil diese Bilder hier sind auch richtig schön, weil ich glaube, das ist ein... Eine Kamera von Neon House. Und deswegen sind diese Bilder so wunderschön, Leute. Ich bin da richtig fasziniert. Und zwar, wenn wir auf jeden Fall unsere Korkwand richtig schön machen könnten, dann können wir theoretisch einfach nur sehr viele Bilder hier mal so reinpacken. Weil die alle einfach mega schön aussehen auch. Das kann doch nicht wahr sein, wie schön die einfach sind. So, tada. Okay, ich habe sehr viele. Sagen wir mal so, ich habe sehr viele Bilder. Sagen wir mal so, ne? Hä? Hä? Hallo? Habe ich da keinen Platz oder was? Sagst du, ich habe da keinen Platz? Das kann nicht wahr sein. Aber okay, Leute, auf jeden Fall haben wir sehr viele Bilder. Ich schmeiß die hier weg. Die eine Kamera bräuchte ich vielleicht. Und zwar, jetzt könnten wir theoretisch ja irgendwas damit Schönes machen. Zum Beispiel jetzt noch ein Bett irgendwie so hinstellen. Und zwar genau wie die Lifehacks oder so. Muss man aber nicht machen. Deswegen denke ich mal, ich mache einfach mal hier so ein Bild. Dass es auf jeden Fall schon mal schön aussehen wird. Das hier wird auf jeden Fall schon mal schön aussehen. Und zwar, ja, natürlich verwende ich alles von diesem Pack hier, weil es einfach nur schön ist, ne? Das wisst ihr aber schon, ne? Vielleicht noch ein paar Wandregale. So, ich bin jetzt auch fertig. Das ist jetzt sehr schnell so zu so einem sehr süßen Zimmer geworden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das passiert ist, aber nice. Also ich mag es total, auch mit dieser Korkwand, auch richtig schön. Ich weiß jetzt nicht, ich habe hier so viele Sachen hier reingepackt, dass diese Korkwand einfach nur nicht mehr zu sehen ist. Aber das war eigentlich das Highlight. Ja, okay. Egal, Leute. Also Leute, wenn ihr das Video, weitere Videos nicht verpassen möchtet, dann macht auf jeden Fall... Klickt auf jeden Fall auf das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Habe ich gerade gesagt. Katja, du hast gerade gesagt, dass wir die Glocke nicht vergessen. Glocke aktivieren, genau. Also damit ihr die Videos nicht verpasst. Genau, Leute. Ich wollte aber nur sagen, dass auf jeden Fall schreibt es in die Kommentare, falls ich auf jeden Fall noch weitere Videos von weitere Lifehack-Videos machen soll, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.